Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Und heute wollen wir die Schlange bekehren und versuchen ihn zu überzeugen. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kannst du sogar helfen. Kann ich dir sogar helfen? Du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisung und muss anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir fertig. Fertige ihn an. Oder finde ihn. Ist mir egal. In Ordnung. Ich brauche noch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Ich brauche auch etwas. Achso. Nimm diese Anweisung. Schau dir den Schlüssel und öffne das Metalltor. Okay. Anleitung für den Schlüssel. Du musst den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Okay, so, dann machen wir das Segenzeug erstmal weg. Dann Schreibtisch. Was ist denn ein Schreibtisch? Haben wir den zu Hause? Wir wollten noch kurz in die Stadt. Wir gehen kurz in die Stadt, verkaufen das Brot. Ich hoffe, dass wir einen guten Preis kriegen, wobei mittlerweile ein neuer Tag, glaube ich, ist. Und ja. Wäre natürlich gut, wenn wir da einen guten Preis für raushauen können. So. Tada! Und morgen müssen wir unbedingt zum Leuchtturm da auch nochmal nachfragen. 8. 8 ist super für Brot, glaube ich. So, dann kaufen wir jetzt für unser Geld nochmal Weizensamen. Dass wir da halt die ganze Zeit plus machen quasi, ne? Und dann ist alles tutti frutti, würde ich sagen. Können wir auch hier lang? Nee, ne? Aber jetzt ist schön. Jetzt die Frage, wenn wir hier sind, was ist schneller nach Hause? Wenn wir jetzt nach links einfach gehen oder den Geheimweg? Hallo? Ah. Hi. Handeln. Ich hätte gerne Weizensamen. Für 3 Gold noch was. 24 Stück. Möchte ich gerne. Danke. Oh, damit werden wir so viel Geld machen können, ne? Das wird super. Ich komme da nicht durch. Ich bin zu fett. So. Ich glaube doch, hier lang ist kürzer. Einmal durchs Feld, nur quasi durch und dann bin ich schon fast zu Hause. Der Geheimgang ist super nice, Alter. Ich weiß, ob ich in letzter Folge schon gesagt habe, dass es super cool ist, aber ist halt auch super nice. Okay, und wir haben einen Schlüssel. Den müssen wir dann halt testen. An einem Schreibtisch. Wir müssen halt gucken, wo, wie, was, wie, so, weshalb, warum. Was Schreibtisch gedönt. Einfach mal nachgucken. Hallo? Bist du ein Schreibtisch? Nee, ne? Was haben wir hier denn? Polierpaste, Öl. What the heck? Eisenrüstung wäre vielleicht auch nochmal interessant. Okay, ich weiß noch nicht genau, was, wo, wie, wann und so wir das Zeug benutzen. Oh, ich wollte nicht schlafen. Egal, wir können auch schlafen. Oder auch nicht, weil ich schon eh genug habe. Dann packen wir das eben einmal weg. Und dann, keine Ahnung, müssen wir gucken, wie wir dann weiter verfahren. Dann wollten wir jetzt erstmal, genau, einmal Weizen. Ich sollte das mitnehmen. Vielleicht soll ich doch ein bisschen schlafen, weil ich ein bisschen Energie habe. Zack. Ja, wir haben gar keine Weizendinger mehr. Okay. Dann gehen wir kurz schlafen, damit wir ein bisschen Energie haben, um das Weizen anzupflanzen. Sollte reichen. Er sollte definitiv reichen.
So. Möchte ich hier noch einmal gucken, ob wir hier mittlerweile irgendwas Neues vielleicht sogar haben? Ja, Bett mit Stäben. Ich weiß nicht genau, was es bringt, ne? Mach einfach mal eins dahin. Oder auch zwei. Jetzt komme ich oben nicht mehr lang, ne? Das ist natürlich ein bisschen mau. Dann will ich die eben noch mal kurz entfernen. Ich da auch alle wieder raus jetzt dadurch? Ja, ne? Weil ich es nicht aufgebaut habe, ne? Okay, das ist cool. Dann mache ich das nämlich so. Einfach nur, dass ich hier oben langlaufen kann, weil das ist einfach bequemlichkeitsmäßig. So. Da kann, jetzt kann ich da zum Beispiel keinen Weizen pflanzen, sondern muss wahrscheinlich irgendwas anderes da hinsetzen. So. Das ernten bitte. Ja, pflanzen, pflanzen. Oben das auch. Zack. Okay, wir brauchen noch mehr Felder. Das ist aber nice, wenn wir mehr Felder brauchen. Leeres Beet, zack. Zack. Alter, können wir eigentlich hier komplett runtergehen, oder? So. Zacki, zack, zack. Dann fangen wir unten an. Einmal aufbauen. Ich auch. Einmal eben alle. Ich meine, wir werden wahrscheinlich jetzt in diesem Lauf wahrscheinlich nicht so viel Weizen anpflanzen können. Das heißt wahrscheinlich, wir werden nicht so viel Weizen anpflanzen können. Aber schon mal die Beete haben ist ja nicht schlecht, ne? Oh, das ist Mobbing. So, wir könnten eigentlich auch mal gucken. So eine Kiste. Ah, ich kann die nur hier hinten hinsetzen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, wir packen die einfach mal dahin. Zack. Dann können wir da die Samen mit reinpacken. Dann müssen wir nicht unsere Kiste zu Hause damit vollmüllen. Und halt die Pflanzenreste. Weil ich damit noch nicht genau weiß, was wir machen können. Wahrscheinlich können wir damit Dünger machen. Aber ich kann das noch nicht. So, und dann nehmen wir die auf jeden Fall mit. Das und das hier auch eben einmal. Die ganzen Samen hier. Können wir noch nicht mitnehmen. Dann kochen wir. Machen hier erstmal bisschen Mehl. So, das sieht doch schon mal gut aus. Oder auch nicht. Und wir müssen gleich daran denken, dass wir noch zum Leuchtturm müssen. Ich muss aber auf jeden Fall einmal volle Energie haben. Um das Brot zu machen. Also ich denke mal, dass ich auf jeden Fall volle Energie dafür brauche. Aber zum Leuchtturm kommen wir ja relativ schnell. Das ist ja jetzt nicht das große Problem. Wie viel Energie das verbraucht, ne? Hier so ein bisschen. Okay, gut, wir machen aus Dings Mehl. Das ist klar, dass das ein bisschen mehr Energie verbraucht. So. Zack. Das sollte aber eigentlich weniger Energie verbrauchen, quasi, weil. Ich mache also Teig. Ich habe keinen Platz im Inventar, wenn man das vielleicht sieht. Hallo. So, dann kommt hier das und das da rein. Und das wollen wir jetzt natürlich hier noch eben einmal reinschmeißen. 40 Brot nochmal anstellen, sehr schön. So. Das ist natürlich weniger, als wir vorher hatten. Das ist ganz klar. Warte, ich habe die. Irgendwas habe ich vergessen aus der Kiste zu holen. Genau, die einen Samen noch. Das habe ich vergessen. Die hier wollte ich noch mitnehmen, ne? Genau. Müssen wir nochmal ordentlich Wasser demnächst wieder machen. Das heißt ordentlich, aber ein bisschen was. So, wie viel brauche ich denn für euch hier? Da kann ich noch gar nichts von anpflanzen, okay. Interessant auf jeden Fall. So. Dann wollen wir jetzt einmal nochmal zum Leuchtturm. Gehen wir natürlich auch hier über unseren
geheimen Geheimweg, der geheim ist und geheim ist, bleibt gedöhnt. Und wir können hier eben nochmal kurz gucken nach, hier unten das Ding aufmachen. Okay, dafür will ich nur noch einmal einfaches. Wir können so machen, dass wir genug Eisen haben. Halt insgesamt 8 und nochmal diese Holzkeile, weil dann könnten wir das dann vielleicht auch aufmachen. Weil dann haben wir unten den Keller schon komplett fertig. Das wäre natürlich super nice. Aber es kann sein, dass wir das vielleicht, energiemäßig nicht schaffen. Das kann sehr gut sein. Genau, ich brauche davon 2 nochmal. Oder? Ne, einmal 10 haben wir dabei, ne? Genau, das heißt, davon noch einmal. Von denen brauche ich jetzt insgesamt 8. Und wie viel habe ich? Ich habe 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ja, okay. Kriegen wir alles hin. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht fertig kriegen können, weil dafür zu wenig Energie ist. Schnell rein, bevor das Brot kommt. Und wir sollten zeitlich da gucken, dass wir da jetzt langsam. Wir gehen erst zum Leuchtturm und machen das dann. Weil zeitlich wird das sonst eng, dann müssen wir wieder eine ganze Woche warten, das ist blöd. Oder ist das eine Woche? 2. 2, 4, 6, 7. Ja, sind 7 Tage, ne? 2, 4, 6. Ne, 2, 4, 6 ist so. Okay, ist also nicht ganz eine Woche. Eine normale Woche, so wie wir sie kennen. Vielleicht ist das hier eine ganz normale Woche. Wer weiß. So, und da muss ich auch nochmal gucken, ob wir da vielleicht irgendwie Hühner kaufen können oder irgendwie sowas. Du wolltest auch noch irgendwas haben, ne? Alle wollen noch irgendwas haben hier, ey. Oh. Hey, wo ist der Leuchtturm? Ah, weiter runter. Da komme ich nicht durch. Da ist wahrscheinlich super knapp bis gar nichts. Weil ich mich jetzt verlaufen habe und das alles länger dauert, als ich gedacht habe. Aber okay. Ah, oh, du bist wahrscheinlich der Typ, mit dem ich reden muss, oder? Ja. Ja, geil, Alter. Dann nehmen wir nochmal ein paar Äpfel mit hier. Haben wir noch irgendwelche? Können wir dich ernten? Nee, ne? Och, Mann. Das ist halt blöd. Was haben wir hier unten? Waren wir hier schon? Okay, warum kann man hier lang? Gibt's vielleicht irgendwie so einen Geheimgang oder irgendwie sowas? Hier so vielleicht hinter? Nee. Hm. Nicht genug Energie. Schade. Wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir schwarze Farbe herkriegen. Oh toll, den könnten wir. Ah, warte. Reicht das? Jawohl. Äpfel sind nämlich cool. Okay. Wir müssen heute beten wieder. Wir müssen auch dran denken. Da müssen wir dran denken. Okay, wir dürfen also nicht nachts dahin, weil der tagsüber dann da ist, der Typ. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, gut. Das war natürlich blöd. Aber gut, dann können wir jetzt ja einfach sagen, dass wir für den heutigen Tag einfach nur gucken, dass wir die Materialien da reinstoppen, vielleicht fertig kriegen. Und ja, wir nehmen auf jeden Fall gleich Brot mit, dass wir gucken können, was wir bei ihm kriegen. Vielleicht kriegen wir ja auch 8. Ich glaube, so 8 ist das Maximum, was man für Brot kriegen kann. Und wenn er halt weniger ist, dann nehmen wir es halt nicht an. Fertig. So, einmal rein. Das Zeug. Wir müssen ja aber auch noch Bienen und sowas auch noch holen, ne? Dass wir selber Kerzen machen können. Weil ich finde die schon ziemlich teuer. Vielleicht brauchen wir das ja auch. Also Hanf können wir da vielleicht dran anpflanzen. An den,
an dem Feld da mit dem Stäbchen drin. Da können wir wahrscheinlich Hanf anpflanzen. Müssen wir mal gucken. So, volle Energie. Brot können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, was schneller ist, wenn wir jetzt hier durchgehen oder. Ja, das ist, glaube ich, auch schneller, ne? Allgemein ist der Keller relativ schnell, würde ich sagen. Zack. Oh nein, die Kerzen sind aus. Ach man. Also, wir müssen jedes Mal neue Kerzen holen. Das ist super kacke. Hi. Handeln. 3. Boah, ne. 3 kannst du halt echt so aus dem Knicken, ne? Okay, wir haben genug Platz. Dann würde ich sagen, beten wir einmal direkt hier. Und los geht die Party. Naja, toll, toll, bra, bra, bla, bla. Gold haben wir auch nur 2 davon bekommen. Ja, ist nur 4. Die Kerzen machen halt schon ein bisschen was her. Und was bringt der jetzt an Geld? Ah ja, ein bisschen. Was ich jetzt auf jeden Fall gucken will, ist, wir haben gerade 15. Kriege ich das Geld auch komplett? 27. Ja. Glaube ich. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich habe es einfach das angenommen. 50 Silber kostet das, ne? Das ist halt schon ein bisschen Geld, was wir dafür brauchen. Ach ja, das stimmt, das wollte nur unten. Kommt nach unten, ne? Das kommt ja nach unten. Aber wir haben auf jeden Fall genug Energie über, um jetzt da ein bisschen Action zu machen. Aber ne, 3 finde ich halt echt krass. Das ist halt echt ein bisschen sehr, sehr wenig. 3 Silber das Stück da. Zack. Und jetzt hier noch einmal. Dann haben wir den ganzen Keller zusammen, ne? Sehr nice. Wir haben den ganzen Keller zusammen geöffnet. So, haben wir hier noch irgendwas? Eine Pritsche können wir bauen? Was bringt mir denn eine Pritsche? Ist das das Ding, was hier auch steht? Nee, ne? Nee. Dann bauen wir doch einfach mal eine, oder? Da wird eh gerade die Materialien dabei. Können wir denn 2 Leichen halten? Und noch eine verbrennen wollten wir, ne? Jo, das ist geil. Okay, da brauchen wir aber Holzstämme. Die müssen wir erst holen. Die müssen wir dann erst holen. So, dann packen wir aber eben das Zeug hier alles einmal weg. So. Einmal Inventar ein bisschen ausleeren hier. Alles auch essen, ne? So. Ich weiß nicht, wie viele wir davon brauchten. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten machen wir einfach eben nochmal welche. So, dann gucken wir mal. Ich habe ein bisschen aber Angst, weil das halt nur so ein bisschen Holz kostet, quasi, dass wir da Probleme haben werden und dass wir nur eine Leiche damit verbrennen können mit der Anzahl. Oh, lol. Ja, und hinter, ne? Ja, und los geht's, oder? Du. Und los, es ist nachts, keiner kriegt das mit. Wir werden ja seine Leiche verbrennen. Und ich muss unbedingt den scheiß Screenshot-Sound ausmachen, ne? Sehr nice. Sehr cool. Bin gespannt, was er. Eigentlich rein theoretisch müssen wir auch noch ein paar Knochen rauskriegen, weil wir haben ja nur einen Knochen rausbekommen jeweils, ne? Und das ist ja eigentlich, ja. Nicht so viel. Perks und Buffs und so würde ich auch gerne mehr haben langsam.
Was wollen wir denn so als nächstes? Was ist das denn hier? Du arbeitest gerne mit glühenden heißen Eisen. Hämmern, entspannt dich, und wenn du arbeitest, wenn die Arbeit getan ist, findest du trotzdem immer noch irgendwie die Zeit, um Nägel zu machen. Krieg ich da Nägel umsonst quasi? Ich kann wissen, was das macht. Halte ich am Werkbank für Holzwerk. Holzbank für Holz 2. Ich weiß ja echt nicht, wofür wir diese Neißel brauchen, ne? Ja, hier haben wir Dünger. Was schneller wächst, okay. Okay. Ah, hier haben wir einen Schreibtisch. Okay, das ist natürlich noch ein bisschen hin. Das sind nochmal 5, das sind 30, das sind 70 Punkte, die wir dafür brauchen. Das ist noch ein bisschen was. Aber das kriegen wir hin. Das sollten wir hinkriegen. Als nächstes würde ich dann gerne... Halt aufgehört? Oder weil wir rausgegangen aus der Rage? Ah, lol. Hi. Wir kriegen dadurch trotzdem noch eine Bestattungsurkunde. Das ist ja super nice. Das ist halt super geil. Dadurch können wir damit auch Geld machen. Aber wir müssen halt ja jedes Mal Holz opfern. Das ist natürlich nicht so cool. Können wir damit jetzt so Uhren herstellen? Nee, ne? Nicht so wirklich. Oder mittlerweile schon was anderes? Stein, Drehscheibe, nee. Das ist aber cool. Öffnen. Ja, ich weiß halt erstmal nicht, wohin damit. Packen wir es erstmal weg. Die können wir behalten. Können wir beim Gastwirt verkaufen. Oder das Brot. Vielleicht nehmen wir es gleich mit. Gehen wir einmal kurz schlafen. Und dann müssen wir gucken, was wir alles so brauchen, um hinten bei der Farm Area, um da die wichtigen Sachen alle aufzustellen. Also die Lager auf jeden Fall. Die Lageres, Lagas, Lagins, Lagilagis. Und das können wir eben einmal mitnehmen. Dann. Ja, gehen wir einmal nochmal in die zur Taverne. Holen uns nochmal ein bisschen Geld. Dann könnten wir nochmal kurz beim Schmied vorbeischauen, gucken, ob der uns jetzt sagt: Ey, yo, Bro. Ich kann jetzt auf einmal doch einen Kessel. Was ich aber nicht wirklich glaube. Müssen wir einfach mal gucken. Dann will ich hier hin und gucken, auf jeden Fall auch was wir fürs Brot kriegen. Handeln. 3 nur. Das ist ein bisschen wenig. Für die Urkunde kriegen wir ein bisschen mehr. Bis Verkäufer Rang 2 erreicht ist. Muss ich das skillen? Oder muss ich einfach nur oft bei ihm einkaufen und sowas? Hallo? Na, lass mich los. So. Ja, das ist auch der Schmied, aber... Irgendwie ist der Schmied der Kacke. Ah, wir wollten bei der Farm, wollte ich nochmal vorbeischauen. Da wollte ich auf jeden Fall nochmal vorbeischauen. Ob wir da irgendwie was kaufen können und so. Hier kann ich nur Eier kaufen, ne? Ich hätte gerne selber welche. Das ist doch blöd. Ich will ja nicht jedes Mal Eier kaufen, wenn ich irgendein Gericht herstellen will. Ich weiß ja, wenn dann irgendwie alles selbstständig produzieren können. Handeln.
Gegenstand wird entsperrt, bis der Verkäufer Rang 2 erreicht hat. Wie erreicht er denn Rang 2? Oh, das sind kostet 10 Silber. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, ne? Vielleicht indem wir ihnen auch was verkaufen? Wir können ihm Kohle verkaufen ohne Ende wahrscheinlich, ne? Da könnten wir halt echt viel Geld dann machen, eventuell. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Ich pflücke eben nochmal kurz die Bärnchen, die hier rumliegen. Oder auch nicht. Genau, die Blume wollte ich. Und die auch. Und die will ich. Und die da. Wir haben Schmetterling! Also kriegen wir das, indem wir Blumen sammeln, oder wie ist das? Wahrscheinlich müssen wir die bei Nacht sammeln, weil Motten gibt es ja nur nachts. Oh, der Esel kam. Bin ich gespannt, ob das mit der Rutsche vielleicht geklappt hat sogar. Würde mich interessieren. Unser Inventar ist halt aber relativ voll, ne? Dann gehen wir eben noch mal kurz nach Hause. Bringen dann alles weg. Und dann suchen wir auf jeden Fall die Sachen zusammen, die wir benötigen fürs Dings. So, nee, die Bärchen nicht, weil die kommen da ja nicht rein. Die kommen hier mit hin. Da habe ich schon mein Boot aufgesammelt. Tada! Unser Weiß ist auch fertig. Okay, fast, das eine noch nicht. Hi! Du scheinst ja ganz gut hier klar zu kommen. Ja, gehört dir jetzt alles? Ja, ja, ich glaube. Ich gratuliere, du hast echt Glück, dieses ganze Kapital zu bekommen, ein eigener Boss zu sein. Du bist ja bla gedöhnt. Wieso wir kein Ruf? Selbst du bist jetzt von meiner billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genosse bezeichnen. Das kann ich nicht tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Hat er hingekackt? Ja. Okay, hallo? Cool! Kannst gerne öfter hinkacken. Karottensamen-Zwischstück, sehr geil. Muss ich die auch hier anpflanzen? Ich kann auch auf die Kiste zugreifen hier. Wie nice ist das denn? Zack. Das ist halt super geil. So. Zack. Sehr, sehr nice. Zack. Ah, ich werde dieses Mobbing-Spiel, das wieder eins nicht passt. Zack. Das da und das hier weg. Und dann können wir eigentlich nochmal Karotten ansammeln, oder? Ah, ne, warte. Machen wir hier unten. Weil da haben wir auch noch nichts festgelegt, quasi. Karotten. Auch nochmal ein paar Karotten. Sehr cool. Dankeschön, Herr Esel. So. Jetzt können wir wieder Mehl herstellen. Ganz schön viel sogar. Wir müssen eventuell dann nochmal Wasser sammeln, weil ich glaube, es ist ein bisschen viel, was wir hier haben. Aber ja, mal gucken einfach. Und ich wollte noch Blumen mit runternehmen zum Mixer, um gucken, ob ich das mixen kann und daraus Farbe herstellen kann. Will ich auch noch machen. Ich habe so viel, was wir machen wollen, nehmen. Ich will auch noch gerne hinten bei dem Farmgebiet das aufbauen und so, aber. So viel zu tun. So.
Eventuell müssen wir gleich aber nochmal Wasser holen, wie es aussah. So viel haben wir nicht mehr. So. Ja. Okay, dann müssen wir nochmal kurz Wasser holen. Das ist ja aber auch nicht das Problem. Zack. Kostet halt nur Energie, aber das kostet keine Energie, ne? Ja. Holen wir einfach mal ein bisschen Wasser. Ich will eine gerade Anzahl Wasser. Also holen wir noch einen, dann haben wir 8. Aber wir machen 2 Stacks voll. Zack. Und zack. Komm mit Eimer. Wir gehen rein. So. Dann benutzen, benutzen. Zack. 200 Water. Damit können wir jetzt einmal wieder ein bisschen was machen. So. Ganz viel Teig. Da werden wir nochmal für schlafen müssen. Wollen wir gleich mal gucken, wie viel der Ofen noch hat. An Brennpower. Nicht genug Energie. Ja, dann müssen wir dann nochmal Kohle reinschmeißen oder so. Mal gucken, mal gucken. Hese ist schon wieder da. Bringen wir uns nochmal Samen? Egal, wir machen jetzt erstmal das Zeug hier. Boah, das ist echt krass viel, ne? Vielleicht kann man da ja auch irgendwie reinskillen, dass man mehr rauskriegt oder so. Interessiert mich jetzt gerade. Hier. Gentlemen, du bekommst viele kleine Dinge bei anderen Leuten kombiniert. Also. Ne, das war das nicht. Ne? Wir pflanzen. Das Problem damit, das ist Hände schmutzig zu machen. Du kannst gutes Saatgut wählen und bessere Ernte erzielen. Oh, okay. Okay. Aber kochenmäßig gibt's hier nichts, ne? Sieht nicht da noch aus. Okay. Okidoki. Dann nicht. Oder es gibt das vielleicht doch, aber ich hab's übersehen. Das kann natürlich auch sein. Will ich ja gar nicht abstreiten. So, dann werden wir im nächsten Part, denke ich mal, uns auf das Farming-Dings da hinten vielleicht ein bisschen konzentrieren, dass wir das so langsamer sicher mal irgendwie vorantreiben. Alter, wie viel können wir jetzt davon machen? Alter, das ist krass. Das ist richtig krass. Wir haben ja immer noch wieder was da liegen, ne? Du schon wieder. 1, 2, 3, 4. Esel verdienen noch mehr Karotten. Was machst du da? Ich streike. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder, ich ertrage diese Klang nicht mehr. Außerdem Urlaub, keine Leiche mehr am Blablabla. Okay. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden. Von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten im Voraus. Die kannst du in deine speziellen Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten da drauf ab, ja.
Okay, shit. Leute, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, was der Esel noch so gesagt hat und sowas. Weil ich habe das Problem gehabt, dass meine Mom gerade hochkam und sagte, hey, der Postbote ist da und das Paket darf nur ich persönlich annehmen. Und jetzt muss ich gerade ganz schnell runter. Es tut mir leid. Und ja, ich hoffe, ihr habt mitbekommen, was der Esel gesagt hat. Ansonsten muss ich selber auch nochmal, also ich werde selber in der Aufnahme auch nochmal gucken. Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein. Aber ich hab noch keine. Alter, alle wollen Profitit haben. Alter, okay. Ah, ich bin gerade ein bisschen raus, ne? Ich hab gehört, dass Post kam und dachte so, okay. Egal, du versuchst einfach nochmal weiter zu quatschen. Und nicht, dich so ein bisschen zurückzuhalten und sowas, ne? Aber hey, willst du noch am Anfang? Haben wir die Schlange bekehrt, ne? Manchmal ein Screenshot, weil das wohl wahrscheinlich Thumbnail im Titel werden. Habe ich vergessen vorhin. Ich muss den Screenshot ausmachen. Erinnert mich daran. Und wir sind wieder viel zu lange dabei. Gut. Ich gehe hier, um in den Keller zu gehen. Warte. Ich wollte, glaube ich, nicht in den Keller. Ich wollte irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Blut entnehmen. Ich weiß halt nicht, was der Nachteil ist, wenn man halt alle, also wenn man, also man kann einfach alles rausnehmen oder nicht. Das ist doch, interessiert doch keinen, weil ich will die ja eh verbrennen. So, keine Energie mehr, ist okay. Das heißt nämlich, dass wir, guck mal, das ist auch voll gut, dass wir jetzt diese Sachen verbunden haben, weil ich hier unten ja eh diese Sachen hier sammle. Das heißt, ich kann die einfach hier reinquetschen und dann weitergehen. Und oh, Entschuldigung. Das wäre extra. ja, wir werden jetzt einfach Pappenden schlafen gehen, weil ich bin einfach ein bisschen durch gerade. Dann würde ich einfach sagen, ich bedanke mich recht fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, auch wenn er wieder super lang ist. Aber das hat jetzt am Ende das alles. Ich wollte auch eigentlich nur mit dem Esel quatschen und dann schon beenden. Aber gut, ich bedanke mich recht fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich natürlich über meine Wertung und oben einen Kommentar freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Ich fühle mich so erfrischt.